Ja, ich wollte mich nochmal besonders bedanken für die letzten Einschaltquoten des Videos, dass ihr so ein großes Interesse an eurer Gesundheit habt. Ich bedanke mich dafür sehr herzlich, auch für jeden, der das Video geteilt hat, geliked hat und kommentiert hat. Wunderbar, davon leben wir. So, jetzt habe ich heute was sehr, sehr Interessantes für euch vorbereitet. Und zwar, ist Alkohol per se schlecht? Fragezeichen. Nein, nichts ist per se schlecht, denn immer die Dosis macht das Gift. Oh Gott, wie ich diesen Klugscheißer-Spruch eigentlich hasse. Aber leider ist es nun mal so. Genau genommen kann unser Körper Alkohol abbauen. Das heißt, er kennt diesen Stoff schon über Generationen. Wie kann das sein? Da er daraus sogar Energie gewinnen kann. Vollständig ist nicht ganz korrekt. Denn er tut jenes nur zu 90%. Der Rest wird von unserem Körper über die Nieren ausgeschieden, was mir übrigens selbst neu war. Stoffe, die unser Körper nicht kennt, nennt man dementsprechend Xenobiotika. Wieso ist eine kleine Menge denn okay? Wirklich kleine Menge. Denn wir sollten, wenn, dann halt reife Früchte essen, bis auf die Banane, wer mein vorletztes Video gesehen hat. Reife Früchte enthalten halt immer einen kleinen Restalkoholanteil. Wenn bei der Gärung dann dementsprechend irgendwann wird aus dem Zucker dann auch irgendwann Alkohol und dann später vielleicht sogar Essigsäure, wenn ein weiteres Sauerstoffmolekül, Atom, an das Molekül addiert wird. Daher ist unserem Körper die Bekanntschaft anscheinend schon sehr nah. Denn wir haben meiner Meinung nach in unserer Generation schon immer einen kleinen Teil Früchte gegessen. In der falschen Dosierung sollten hoffentlich jedem klar sein, dass Alkoholkonsum zu Krebs, Zellsterben, Fettansammlungen und Entzündungen führen kann. Hier in einer Metastudie von 146.000 Probanden sah man deutlich eine Korrelation zwischen dem Alkoholkonsum und einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Auch in einer Metastudie von über 9 Millionen Probanden, die zeigte, dass sehr geringe Konzentrationen von Alkohol nicht zu einem erheblichen Krebsrisiko führten. Was sich natürlich mit meiner Aussage oben deckt, denn ein kleiner Anteil ist auch immer in unseren Früchten enthalten. Nun wechselt diese Konzentration, die man täglich zuführt, aber zu moderaten Mengen. Das heißt, schon ab einem Drink am Tag haben wir eben diese erhöhte Korrelation bezüglich Krebsrisiko und Alkohol. Das heißt, ein Bier am Tag. Alles über 1 erhöht die Wahrscheinlichkeit, alles unter 1 erniedrigt die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen. Sieht man, dass das relative Risiko hier deutlich über 1 lag. Auf gut Deutsch lassen wir es lieber, denn die Krebsraten ist gerade wieder auf dem absteigenden Ast in Deutschland. Schauen wir uns doch mal die Zahlen der Krebserkrankungen durch Cannabis an. Ach so, es gibt keine. Ah, Cannabinoide leiten sogar Apoptose oder Zelltod ein in verschiedenen Krebszellen im Gegensatz zur Kontrollgruppe. Moment, was sagt die Politik dazu? Ah ja, guten Morgen, Herr Spahn. Nun ja, zurück zu etwas Erfreulichem, und zwar in diesem Video. Und zwar in einer Studie, die sehr aktuell ist, circa ein Jahr alt. Was passiert mit dem Alkohol, wenn wir ihn zu uns nehmen? Ist der Alkohol erstmal detektiert von unserem Körper? Gibt es ein Enzym, das ADH, Alkoholdehydrogenase? Diese wandelt den Alkohol in Acetaldehyd um. Das Acetaldehyd wird dann wieder durch das ALDH, die Aldehyddehydrogenase, in Acetat, das heißt die Salz der Essigsäure, umgewandelt. Was haben wir jetzt gelernt? Dass anscheinend zwei Enzyme es gibt in unserem Körper, das ADH und das ALDH, die den Alkohol für uns abbauen. Das heißt, wenn wir mehr davon haben, ist der Alkohol schneller abgebaut und wir sind ihn schneller los. Also, was hat man gemacht? Man hat Menschen, die zuvor Alkohol konsumiert haben, Säfte gegeben. Akiskei, das ist ein Grünkraut, grüne Trauben und Pfirsich. Das hat man sich die Konzentration der ADH angeschaut, welche Alkohol im Blut abbaut, zu Acetaldehyd. Siehe hier, drei Gruppen erstmal. Kiskei, das heißt nur Grünzeugsäfte, nur Trauben und nur Pfirsichgruppe. Stieg diese gegenüber der Kontrollgruppe doch deutlich an dieses Enzyms. Doch konnte die höchste Konzentration erreicht werden, wenn ein Gemisch dieses Saftes konsumiert worden ist. Das heißt, man kann jetzt sogar bis 30% schneller den Alkohol abbauen. Und das ist wirklich sehr signifikant, finde ich. Doch Moment, das Acetaldehyd ist ja eigentlich das Schädliche, nicht der Alkohol selbst. Immer die Metabolite sind das Schädliche, was dein Körper daraus macht. Also wenn ein Enzym den Alkohol jetzt schneller zu Acetaldehyd abbaut, also schneller als zuvor, entsteht schneller viel schädlicheres Acetaldehyd.
Das heißt, das Enzym, welches das Acetaldehyd abbaut, muss ebenfalls proportional genauso schnell wachsen, damit es nicht zu einem Stau kommt, der dann dementsprechend zu ungünstigen Reaktionen bei dir im Körper und einer Vergiftung kommt. Und genau das wurde eben untersucht. Und siehe hier, genau exakt der gleiche Index bei dem ALDH, bei dem Enzym, welches das Acetaldehyd auch abbaut. Und das finde ich wirklich Wahnsinn, wie unser Körper das leistet. Wenn er die Hilfsmittel bekommt, die ich gerade eben genannt habe. Das ist ja alles schön und gut. Nur was passiert, wenn der Alkoholtest jetzt dementsprechend vonstatten geht und man pustet, wie wir ihn kennen bei der Alkoholkontrolle? Auch hier sehen wir, dass der Alkoholanteil in Atem klar abgenommen hat. Wie suffizient sind eigentlich diese Tests? Was würde denn passieren, wenn man einen Bluttest stattdessen macht? Auch das wurde gemacht und jeder kam zum selben Ergebnis. Anscheinend sind die Tests wirklich suffizient. Zum Schluss kann es dich auch noch schützen vor dem toxischen Metabolit des Alkohols, das Acetaldehyd. Wir haben gerade gesehen, dass beide Enzyme gleich schnell erhöht wurden bei der Saftgruppe. Das heißt, es müsste theoretisch auch weniger von dem toxischen Metabolit im Blut sein. Schauen wir das Ganze doch mal an und es stimmt tatsächlich. Das ist auch wirklich alles so. Doch wieso passiert denn das alles so? Genau genommen ist es so, Alkohol führt dazu, dass der Körper eigenes Glutathion, das stärkste Antioxidant im menschlichen Körper, gehemmt wird. Das führt jetzt zu mehr oxidativen Stress, welches normal abgefangen wird von Glutathion. Die Radikale, die dann entstehen, können Enzyme inhibieren. Und wie wir wissen, braucht der Alkohol ebenfalls zwei Enzyme, ADH und ALDH, damit er überhaupt abgebaut werden kann. Und so ist die ungünstige Kaskade einmal erschaffen worden. Des Weiteren sollten die Finger von zweiwertigen Eisen in der Phase gelassen werden, da es jenes ist, welches in tierischen Produkten vorkommt. Denn Alkohol erhöht die Eisenaufnahme in der Leber. Jenes führt zum mit Wasserstoffperoxid, wenn nicht gerade genug Katalase vorhanden ist, welches Wasserstoffperoxid abbaut, zu Hydroxylradikalen, die weitere Enzyme blockieren und den Alkohol noch länger bei uns im Körper bleiben lässt. Das nennt man dann die Fettenreaktion. Jetzt aufgepasst, die Zusammenfassung. Wenn du deinem Körper maximal schnell entlasten willst mit toxischen Acetaldehyd, ein Metabolit des Alkohols, solltest du dir überlegen, nach dem Alkoholtag einen frischen Saftfastentag einzulegen, mit viel Gemüse und Obst und dieses am besten zu mischen. Denn diese Säfte haben noch einen Vorteil gehabt über Monosäften. Wer mein letztes Video jetzt noch gesehen hat, der weiß wirklich, welche Lebensmittel am meisten Glutathion enthalten. Letzte oder vorletzte Video, weiß ich nicht mehr genau. Ein bisschen stöbern. Denn das Glutathion hilft dir, die Radikale zu puffern, die durch den Alkoholkonsum entstehen. Des Weiteren solltest du auf tierische Produkte verzichten, gerade sehr eisenhaltige Produkte, denn wie wir gelernt haben, erhöht es die Eisenaufnahme der Alkohol. Und dadurch entstehen mehr Radikale, wie Wasserstoffperoxid zum Beispiel, die dann weiter zu Hydroxylradikalen umgewandelt werden. Und das möchten wir dann dementsprechend nicht, weil das würde wieder weitere Enzyme bei dir blockieren und den Alkohol noch länger bei dir im Blut lassen, weil die Enzyme für den Abbau vom Alkohol weiterhin inhibiert werden können. Ja, ich hoffe, du konntest wieder sehr viel lernen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr informiert werdet, wenn das Video kommt. Ich würde mich sehr freuen, euch gleich zu sehen auf vitasomal.de, meine liposomalen Supplements mit deutlich höherer Bioverfügbarkeit. Wir haben auch Tees. Ich hoffe, wir sehen uns gleich da, damit ihr mich und meine Crew und den Kanal dabei unterstützt, denn davon leben wir, dass wir diese Videos hier für euch machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.